Jetzt spielen wir mit Piccolo und er ist auf Level 29 mal schnell aufgestiegen. Bevor wir mit Piccolo spielen, müssen wir allerdings ihn mal ein bisschen aufbessern. Gucken, was wir bei ihm noch so machen können. Guck mal, hier haben wir noch ein bisschen was frei. Zack. So, oh, da oben habe ich auch noch. Wie zoome ich nochmal raus? So, okay. So, was ist hier? Kann ich nicht machen. Muss erst das hier frei sein. Wust. Spezialhöllenspirale war das, ne? Die würde ich ganz gern verbessern. Ich weiß gar nicht mehr. Eine manuell gezielte Zielsäule mit. Ja, die verbessern wir auch mal. Ich muss mich mal bald wieder um kümmern. Kugeln zu sammeln hier, ne? Explosionswelle. So, wir haben jetzt eigentlich gut was verbessert. Wir müssen natürlich jetzt gucken, die müssen wir natürlich in so Trainingsmomenten machen. Ob wir die schon machen können. 29, den könnten wir versuchen. So, als nächstes. So, was haben wir denn hier? Schnellfeuer-Key, Spezial-Höllenspirale ist da, das ist da und hier ist Explosionswelle. Wissen müssen wir nochmal ausrüsten. Gut. Dann als nächstes ganz kurz Community, Seelenabzeichen. Bum, 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 bum. Da ist Nail. So, wie gucke ich nochmal nach, ob er eine Verbindung hat? So, er hat eine Verbindung mit Gott und Piccolo. Piccolo ist aber bei den Z-Kämpfern. Wo gehört er denn hin? Er ist so ein bisschen aufgeteilt. Auf das letzte hat er das höchste Level. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Geschenk wollte ich ihm jetzt nicht geben. Er hat zwar eine Verbindung mit Piccolo und Gott, aber Gott ist auch ganz woanders. Das bringt hier nichts. Bei Piccolo alleine würde ich es ja machen. Warum er keine Verbindung mit ihm alleine hat, verstehe ich nicht. So, ich packe ihn mal hier oben hin. Gut, warte. Ah, Piccolo müsste dann auch dahin. Ja gut, ist aber noch eines weg. Welcher Namekianer fehlte noch? Dende wahrscheinlich. So. Bevor wir jetzt dahin gehen, würde ich... Gibt es hier... Da gibt es so einen. Wo sind wir denn gerade? Aber wir sind auf dieser kleinen Insel. Ja, da ist die Hauptmission. Kann ich ranzoomen? Ach ja, stimmt, das geht ja nicht weiter. So, da sind wir. Und hier würde ich einmal kurz nachgucken. Ja. Ob wir vielleicht eine Attacke verbessern können. So, wir können ja nur Piccolo machen. 25. Was? Alles auf Stufe 25. Nee, da benötigt die Ski. Aber alles auf Stufe 25. Ich würde ganz gerne mal den hier erstmal versuchen. Machen wir in der Folge einfach diese Kämpfe hier. Gegen 3. Und gegen 3 bin ich so. Mein Controller ist fast leer. Ah, warum haut er denn ab? Son Gohan. Hä? Ich konnte gerade nicht. Kann ich mir seine Attacke nochmal genauer angucken? Ah, ich kann mehrere anvisieren damit. Aber es zieht natürlich jetzt auch. Wow.
Son Gohan! Boah, Son Goku! Was mach ich denn nochmal? Alter! Ich weiß nicht mehr, wie ich Verteidigung mache. Mist! Ja, ich weiß, ich benutze gerade ein bisschen... Alles klar! Er haut einfach mal voll die Attacke daraus. So. Ob wir die anderen zwei schaffen, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich dann volles Leben habe. Ich würde den hier gerne mal versuchen. Da steht empfohlene Stufe 25. Ich weiß jetzt nicht wirklich, was das mit diesem benötigten Ki heißt, aber... Ich versuche es einfach mal. Okay, wir haben Licht vor Leben. Wo ist Son Goku? Da. Oh, Mist. Wurde ich von beiden erwischt gerade. Ja, Son Gohan, was willst du, hä? So. Ob wir den letzten noch schaffen? Warte mal, so hoch wollte ich nicht. Können wir hier irgendwo unser Leben aufladen? Da vielleicht. Nein! Ist alles sehr weit weg, ne? Gibt's nichts in der Nähe da? Ich gehe lieber auf Nummer sicher, weil wir wollen den Kampf ja auch schaffen. Okay, jetzt. Ich hoffe, die Aufnahme läuft noch. So. Dahin zurück. Der hier fehlt uns noch. Zurück.
Son Gohan ist mitten reingeflogen. Alles klar, Son Gohan, wie weit bist du weg? So, das war's. Jetzt nur noch du, mein Kleiner. Oh, der hat uns erwischt. So, damit haben wir ein bisschen was aufgebessert bei Piccolo. Dann können wir ja nochmal kurz gucken, ob schon was weiteres hier ist. Da ist nichts mehr. Gut, ich fliege jetzt nochmal ganz kurz zum Lager. Weil wir wollen ja gegen den Kampf mit Freezer gut vorbereitet sein. Sag mal, Dion. Ausruhen. Und jetzt ab zu Freezer. Müssen wir eigentlich schaffen. Piccolos Attacken sind eigentlich ziemlich cool. Kriegen wir hin. Ist ja nur ein Gegner und Son Gohan und Vegeta helfen uns ja. Krillin ist ja leider verletzt. Gut, wir sind gleich da. Oh, was ruckelt das gerade? Du bist da, Vegeta. Taske ni konno ga. あいつが少なくとも相当の重傷だったはずだ。二度と復活できぬよう粉々にしてくれる。太陽拳！うわっ！ベジータ、今だ！攻撃してくれ！ あのナメック星人のガキにあんな能力があったことをなぜ黙ってやがったんだ。俺たちだって知らなかったんだ。知ってたら悟空もとっくに直してもらってたさ。驚いたよ、デンデン。ありがとう。頑張って。
サイヤ人の血を引いてるだけあって復活したら戦闘力がぐんとアップしやがった。よし、ほんのわずかだけ運が向いてきやがったかな。 バカな！ あのチビも確かに死にかけていたはずだ！ 何か来るぞ！待たせたな。ち、誰かと思えば俺たちが地球でぶっ殺した野郎か。ドラゴンボールでこんな役にも立たねえカスを生き返らせやがって。カスで悪かったな。だがこれだけは覚えておけ。フリーザを片付けた後、今度は貴様の番だということをな。まだナメック星人が生き残っていたか。俺一人でやる。 お前たちは手を出すな。相手の実力もわからないバカが、やれるものならやってみるがいい。これまでのナメック星人と祖国も違う。とは言っても所詮この俺の相手ではないがな。 宇宙の国を片付けてやる。 Er ist noch leicht reingeflogen. Ah, Mist. Piccolo. Gehen wir doch aufs Ganze. Hallo, du kannst also auch... Alter! Ich hasse das, dass sie sich immer aus den Attacken rauswinden können. Das meine ich. Eigentlich habe ich ihn getroffen. Alter, wie viele Attacken hatte er? Flug. Mist. Ich hab's nicht mehr geschafft. Es war knapp. Weil ihn meine Attacken anscheinend auch nicht wirklich was ausmachen.
いや、それ以上だ。いや、やっぱりすごいや。 さっきは悪かったな。貴様をなめてたんだ。だが想像以上にできるんでな、実力を見せることにした。俺もだ。本気でやろう。どうやら勘違いしているようだな。今見せたのが本気だと思ったのか。何？ 貴様は今のこの俺が変身したものだということを知らんだろう。貴様にも与えてやるぞ、この俺に対する地獄以上の恐怖を。変身だと？よし、先に絶望感を与えておいてやろう。どうしようもない絶望感をな。このフリーザは変身をするたびにパワーがはるかに増す。 その変身をあと2回も俺は残している。その意味がわかるな。なんだと。あ、そんな、あと2回も見せてやろう。光栄に思うがいい。この変身まで見せるのは貴様が初めてだ。 待て、貴様が言っても無駄だ。それよりこの俺を半殺しにしろ、今すぐだ。え、ふう、お待たせしましたね。第2回戦といきましょうか。化け物め。 Ich hab... Oh, ich hab wieder Vollleben. Ich weiß nicht... Oh, Alter! Ui, wie viel hat er mir denn abgezogen, bitte? Okay, der Vitaltrink, der normale, bringt einfach absolut gar nichts mehr. Son Gohan, ohne dich wäre ich echt verloren. Ah, wie schnell die da immer ausweichen können, ist die Hölle. Hä? Wie hat er mich erwischt? Bringt nichts. Son Gohan. Nice. Hui. Dieser Freezer. Oh,
俺たちサイヤ人が死の一歩手前で復活した時に強さが増すことは分かっただろう。さっさとこの俺を半殺しにするんだ。自ら死にかけても効果はない。貴様がやるんだ。一瞬で治療することのできるあのナメック星人のガキがいたことは幸運だったんだ。いくら大嫌いなお前だってそんなこと、もうすぐ悟空も蘇ることだし。カカロットは下級戦士だ。あれ以上強くはなれん。よし、この姿のままでもあなたたち全員を始末するのは簡単なことですが、殺す前に死よりも恐ろしい究極のパワーというものをご覧に入れましょう。今のうちなら間に合う。早くやれ。うわっ、それでいいんだ。ごはん、この場を離れるんだ。はい。何？この俺は直せんだと。お前も僕の仲間をたくさん殺した。そんな奴は直せない。なんだと。僕はあの人を助けてくる。大丈夫ですか？すまない、助かった。クリリンさん、どうしてベジータを？サイヤ人は死にかけてから復活すると強くなるのはお前も知ってるだろ。だからあいつわざと半殺しの目に。そうだったんですか。デンデ、気持ちはわかるけど、今はベジータもいなきゃどうしようもないんだ。でも直してやってくれ。今の俺にはフリーザは倒せん。なんだ、フリーザか。変身が完了したんだ。デンデ、お願い、ベジータを直してやって。もたもたしやがって。フリーザでも何でも来やがれ。俺はたった今スーパーサイヤ人になったんだ。姿は見えてきたぞ。あれがフリーザの正体？小さくなってさっぱりしちまって迫力が。外見だけで実力を判断するなといういい見本だ。今までの方がずっと可愛かったぜ。苦労させて願いを叶えてもらったが、すまなかったな。お前たちを助けられそうもない。ナメック星人がお前たちを復活させていたのを見させてもらったよ。でもこれで復活はできない。さて始めようか、皆さん。
jetzt ist Freezer in seiner letzten Form. Hey, wieso steht denn der wieder? Er wurde gerade umgenietet. Hä? Willst du mich gerade verarschen? Das war doch Dende gerade im Hintergrund, oder? Der stand doch gerade da. Wäre blöd, wenn wir jetzt eine Nebenmission hätten. Leben haben wir voll. Ich würde gerne nochmal Vegeta kurz überprüfen. Guck mal, was wir hier alles noch verbessern können. Eieieiei. Wenn wir das nicht verbessern, haben wir keine Chance gegen Freezer. Gut, den auf jeden Fall. Den benutzen wir auch ganz gerne. Schnellfeuer-Kiewelle. Müssen gleich mal kurz zu so einem Dings hin. Den Galix-Strahl natürlich. Gut, den Körperaufprall und den Meteorhammer benutzen wir an sich nie. Aufeinanderfolgen, Nahkampf mit hohem Betäubungs- und Abwehr. Benutzen wir an sich gar nicht. Ich würde jetzt erstmal nur das verbessern, was wir auch benutzen. Schnellfeuer-Kiewelle. Ich müsste mal ganz kurz gleich... So, Folger nicht, Galligstrahl, ja. So, Wissen. Gut. Dann gucken wir nochmal ganz kurz auf der Karte. Wo haben wir sowas? Dort. Na? Wo? Da. Keine Zeit für euch. Da. Ich wollte gerade sagen. So, den hier haben wir. Benötigt Level 20. Das müssten wir sauber hinbekommen. Hä? Was war das gerade? Okay. Raditz, du nervst. Schalten wir dich eben zuerst aus. So. Das ging sehr schnell. Gut, das haben wir. Charaktere. So, hier einmal rauf. So, was ist denn das? Eine manuell gezielte Zielsuche der Kiesalve mit hoher Trefferwahrscheinlichkeit kann gegen mehrere Gegner eingesetzt werden. Das ist das, was Piccolo hat. Bringt uns jetzt gegen Freezer jetzt nichts, aber später vielleicht. Ich würde es trotzdem... Ich würde den Meteorhammer drinnen lassen. So, und hier machen wir Schnellfeuer rein. Ja, würde ich so lassen, ne? Das hier tausche ich mal aus gegen Folge Energiestrahl.